bin da nicht so. Aber deswegen kannst du das ja auch bestimmen. Ja, eben. Ja, gut. Mhm. Genau. Also ich bin immer für Dur, nicht so kompliziert. Genau. Wie lange spinnst du schon? 30 Jahre. 30 Jahre. Mindestens. Oh, wie kommt man zu so einer alten Tradition? Bei meiner Mutti. Die Mutti? Ja. Ah, das ist wirklich... Ja. Aha. Schön. Meine Mutti hatte... Also ich komme aus Sachsen, hört man ja. Ja. Und Mutti hatte Schafe. Mhm. Und... Ja, und hat... Ja gut, manchmal die Wolle verkauft, aber dann ging das ja auch nicht mehr so. Und ja, hat halt gesponnen. Für die ganze Familie Socken gestrickt. Und dann habe ich mal gesagt, oh Mutti, du könntest mir ja mal so viel Wolle spinnen, dass ich mir eine Strickjacke machen kann. Und hat gesagt, das kannst du selber machen. Und ja, da habe ich es halt probiert. Hat nicht gleich geklappt, aber hat eine Weile gedauert. Und dann habe ich das halt gemacht. Und dann, naja, da war sie mal hingefallen und hatte Rückenprobleme und sagt, wisst ihr, das Spinnrad nimmst du dir mit und du kannst das übernehmen. Und ja, die Schafe hat sie noch eine Weile betreut und mein Sohn, der hat sie geschoren. Ja, und dann das Wollewaschen. Das Wollewaschen, das Kardieren. Also Mutti hat ja anfangs die Wolle so gesponnen, wie sie vom Schaf kam. Mhm. Aber das war mir, das braucht mir nicht gut genug. Und da habe ich sie halt gewaschen. Mhm. Ja, das ist blöde Arbeit. Ja. Und dann das Kardieren auch wieder, das ist ja so viel Arbeit. Das kann einem ja keiner bezahlen. Nee, wie nicht. Und womit wäscht man die Wolle denn? Mit kaltem Wasser, ohne alles. Mhm. Und dann in so einer Schüssel oder Wanne? Ach, ich hatte hier zwei solche große Wannen. Zinkbottiche. Da hinten in unserem Wirtschaftshof. Ah. Und naja, dreimal frisches Wasser reingelassen, also man braucht unheimlich viel Wasser. Und wäscht ihr eigentlich den Staub nur raus hauptsächlich, ne? Oder alten Staub? Ja, die Schafe, die werden ja geschoren Ende Mai, Anfang Juni. So, da waren sie zwar schon eine Weile auf der Weide, aber sie waren im Winter auch im Stall. Und naja, da ist vieles drin in der Wolle. Also, macht sich nicht gut. Naja, und dann irgendwo ausbreiten und trocknen lassen und kardieren und ja, habe ich alles gemacht. Aber wie gesagt, wir haben auch ziemlich großes Grundstück und da ist auch Haufen Arbeit. Bin ja auch erst noch arbeiten gegangen. Also da war dann keine Zeit und dann habe ich halt auf so einem Handwerkermarkt eine Frau getroffen, die Wolle in der Qualität hatte. Und da habe ich dann zugeschlagen. Da habe ich gesagt, die verarbeite. Aber Gott. Das fand ich dann auch nicht so gut. Ja, und wie gesagt, dann bin ich bei dem gelandet. Da ist halt der ganze Beutel voll. Und das ist nicht bloß die halbe Arbeit. Also wenn schon das ganze Waschen und Kardieren wegfällt, weil ist ja... Mhm. Ja, und du brauchst bloß noch Spinnen. Auch schön. Das sieht doch gut aus. Super. Mhm. Das hat was. Ja, und da habe ich halt, bin ich dann, als ich meine ganze Familie versorgt hatte mit Socken, bin ich dann auf den Wochenmarkt gegangen und ja, das ging recht gut. Und dann hat es Klick gemacht, dann ging es los. Mhm. Ja, ich war ja dann Rentner und da habe ich dann. Da kamen die Leute auch zu mir nach Hause und haben angerufen und ja, da habe ich dann so ab Ende Oktober, früh um 8 bin ich hier hoch, habe gesponnen, ein bisschen Mittagessen kochen zwischendurch und abends dann habe ich gestrickt. Also nur über den Winter jetzt? Ja, weil im Sommer, ich bin Gartenliebhaber. Ich brauche Erde zum Buddeln und Blumen und Gemüse und alles so. Und ja, da habe ich dann im Sommer eigentlich keine Zeit. Nur wenn ein paar Tage schlechtes Wetter ist, dann spinne ich auch mal.
Oder wenn halt jemand anruft und sagt, ich brauche dringend ein paar Socken. Hm. Wie gestern kam Norina, ich brauche dringend ein paar Socken, Größe 45. Hm. Oh. Ja, ich hatte doch noch welche da. Hm. Hatte ja auch ein bisschen vorgearbeitet. Hm. So und da geht das so. Hm. Und wie viele Spindeln kriegt man aus so einem? Das war ursprünglich ein Kilo. Auf auf eine Spindel gehen ungefähr 100 Gramm drauf. Also 10 Spindeln. Hm. Ja, ich wollte. Hm. Sind wir halt nochmal gefahren und hast gesagt, gut, ich nehme von jeder Farbe nur ein Kilo. Ja. Das ist ja auch deine Entscheidung, ob du wackeln möchtest oder nicht. Ja. Vielleicht fühlt er sich manchmal vernachlässigt, ich weiß es nicht. Könnte sein, wenn er sowas sagt. Aber ja, ich habe es auch manchmal ein bisschen übertrieben. Bin um 8 hier hoch und dann gesponnen bis abends um 11. Gestrickt dann bis abends um 11. Hm. Und ja, da ist man dann auch manchmal ein bisschen nervös, vielleicht, weiß ich auch nicht. Vom Stricken? Das beruhigt doch eigentlich. Ja, aber Tag für Tag und ja, das war manchmal ein bisschen happisch. Dann kommt vielleicht ein bisschen schlechtes Gewissen hoch, ja, oder so. Das, nee, wenn man den Druck hat. Ne? Wenn ich auf den Wochenmarkt gegangen bin und die haben 5-6 Paar Socken bestellt für die nächste Woche. Da hatte ich dann wirklich, da hatte ich Druck. Ja, klar. Mhm. Weil ich sie auch schaffen wollte. Mhm. Aber mehr als 5 Paar in der Woche mit Spinnen und Stricken schaffst du nicht. Da ja, das ist schon, dann ist es aber schon da. Naja, und das ist dann halt der Druck, den ich eigentlich auch nicht mehr haben wollte. Das Akkord haben wir schon. Das ist aber der macht schon keinen Spaß dann mehr so wirklich. Ne? Ja, aber trotzdem, irgendwie Spaß macht es immer. Vor allen Dingen, ja. Ja. Ich habe ja extra Bambusnadeln, die klappern ja nicht. Die anderen klappern ja auch noch. Mhm. Naja, da spinnen wir mal los. Wie lange spinnst du ungefähr, um so 100 Gramm Wolle herzustellen? Zwischen 4 und 6 Stunden. Inklusive Verzwirren? Ja, mit Verzwirren auf jeden Fall 6 Stunden. Mhm. Boah. Ja. Das ist der Wurfeffekt. Das hat so ein bisschen zusammen, ne? Dass man genau weiß. Ja, also ich habe es ja auch mal angefangen, das Spinnenlernen. Aber? Das war letztes Jahr im September. Da saßen wir draußen. Das war eine Frau in Dresden. Und ja, das hatte sich dann wieder verloren gehabt. Genau. Weil die wollte eben nur, dass wir draußen sitzen. Ja, und dann war, wenn sie mal in Urlaub gefahren und als wir dann im Oktober wieder da waren, ja, da war dann sicher nicht mehr so, dass man draußen sitzen konnte. Ja, ich habe erst auch, als die Kinder noch da waren, habe ich im Keller gesponnen. Oder. Ja, draußen eigentlich nicht so, aber weil da ist ja dann immer Wind und da Babys weg. Und aber dann habe ich mich hier eingemietet. Klingt wie ein Märchenfelder, wo ist denn Spinnrad? Da habe ich jetzt mal extra aufgepasst, wo die sich gestochen hat. Die hat sich nämlich an so einem Häkchen gestochen. Ach so. Oh, ich habe mich nämlich auch schon gefragt, wo die Nadelspitze ist. Es ist ja nichts anderes, was spitz ist. Ja. Mhm. Aber wozu brauche ich einen Prinz mit einem weißen Pferd? Der würde mich auch gar nicht mehr nehmen, so eine alte. Kann man jetzt eigentlich dieses Garn verwenden als Kettgarn? Ich habe Marion welches angeboten, was ich mal geschenkt gekriegt habe, weil das ist mir für Socken ein bisschen zu kratzig. Ja. Ja, hat sie gesagt, sie kann das verwenden. Ja, schön.
ist halt, wenn man locker spinnt, ist die Wolle schön weich, aber nicht so haltbar. Wenn man fest spinnt, ist die Wolle nicht so weich, hält aber länger. Und das ist halt, ich habe ja auch für die Alpaka-Form in Kiesisch mal eine Weile gesponnen. Das hat es sich so angezogen. Ja, müsste man. Aber da sind die Socken dann irgendwie kratzig und. Die Leute wollen alles. Die wollen es weich, die wollen es haltbar. Ja. Aber ich habe mal gehört, dadurch, dass die Schafwolle ja so ein bisschen kratzig ist, wird die Durchblutung in den Füßen gefördert und dadurch hat man immer schöne warme Füße. Ja. Aber das wollen manche vielleicht auch nicht begreifen. Ja. Wofür Effekt? Und das ist ja der Effekt, ne? Ja. Wollsocken. Ja. Das war mir aber gar nicht so bewusst. Gut. Für die Füße mag das gehen, am Hals mag ich das nicht haben. Ja. Nee. Meine Oma, die hat früher, als ich noch Kind war, lange Strümpfe gestrickt. Wir hatten ja, gab da nicht sowas, Strümpfe und Strumpfhalter und da so Müll. Und die haben so gekratzt, am Oberschenkel hier an den Innenseiten. Und da habe ich gedacht, ich ziehe die nicht an. Und da hat Oma gesagt, du musst die anziehen. Da habe ich sie genommen und habe sie zerschnitten. Oh. Aber es hat ihr nicht viel eingebracht. Also. Nee, aber die hatte ganz schnell von der Höhe gestrickt. Upsi. aber Schere geht noch schneller. Also. Meine Mutti hat im Hintergrund gelacht. Ja, sie konnte das ja nachvollziehen, dass das, naja, dass das halt gekratzt hat. Wie viele Spinnerinnen gibt es denn hier in der Gegend so im Umkreis? Also in Grünewalde muss es ja einige geben. Da hatte mich mal eine Frau auf dem Markt angesprochen. Sie können doch mit in unsere Gruppe kommen und in unsere Spindegruppe. Und da habe ich gesagt, also nach Grünewalde fahren und spinnen, da komme ich doch, also wenn ich das da aussuche. Da spinne ich, wenn ich Zeit habe und wenn ich Lust habe, wenn ich mal eine Stunde Zeit habe und nicht hier auf Befehl mittwochs von 7 bis 8 oder so. Schon mal so einen Flyer. In Frauendorf ist ein junger Mann, der spinnt auch. In Frauendorf, wenn da der Bauernmarkt ist, da war der manchmal und hat da auch gespannt. Ja, ein bisschen Rhythmus braucht man schon dafür. Aber du weißt ja, wenn es immer geht, dann geht es, wa? Die linke Hand muss immer fleißig sein. Ich weiß nicht, was das ist. Dabei wird ja auf die Finger gucken. Ja, das ist eben der Vorführeffekt. Auch auf dem Wochenmarkt, gerade auf dem Weihnachtsmarkt, das ist immer niedlich, wenn da die Kinder mitkommen. Oh. Und darf ich das auch mal? Oh Gott. Und wenn ich mich jetzt steche? Ach ja, ach Gottchen. Bist du dornrös? Aber was da alles so kommt, ist immer niedlich. Aber es ist halt dann immer kalt in die Jahreszeit. Also bei 4 Grad Kälte habe ich mal dort gesessen. Nach einer Stunde ging nicht mehr. Ja, aber die Kerstin, die eben hier die Marktleiterin ist, die sagte, kommen Sie nur,
dass wir auch ein bisschen Handwerk haben und ein bisschen was wie Weihnachten aussieht. Ja. So. Komm, da hat jeder Lust. Keine Ambition. Nee. Vielleicht mal die Enkel. Also die große Enkeltochter, die ist 21, okay. Die hat auch keine Lust. Dann die Urenkel. Ja, ob da mal welche kommen. Kommt doch nicht aus dem Knick. Aber wenn die erst 21 ist. Ja. Erstmal müssen wir Geld verdienen. Und ja, vielleicht wird auch noch was. Aber ich meine, die wohnen in der Nähe von Ulm. Ja. Hier sehen sie zweimal im Jahr. Sich eingerichtet hat im Leben. Und dann ich fand es auch schöner. Alles seine Vor- und Nachteile. 21 beim ersten, 22 beim zweiten. Mhm. Und dann war gut. Jahre älter war. Da habe ich ein Buch genommen und habe das dann gesehen. Das ist doch alles ganz logisch. Und das muss dann wieder umstricken. Ja, ich musste dann für meinen Bruder ein Ballnetz hegeln. Ja. Weil der das nicht konnte und auch nicht wollte. Aber die Lehrerin hat es gemerkt. Das weiß ich nicht mehr. Dass die Spule gleichmäßig gefüllt ist. Aber du hast ja an beiden Seiten Haken. Hier ganz viele und da unten nur zwei. Ja, hier waren auch mal ganz viele. Und ach so, da wenn hier einer abgebrochen war, habe ich da eh draus gemacht. Ah. Und dann hat mir mein Mann dieses tolle Teil gemacht. Erst hatte ich eine Häkelnadel, da musste ich immer eine Weile probieren, bis ich das drin hatte. Und da hat er mir den Haken gebaut und da ging das besser. Ach, und du hängst den Faden dann immer darauf, wo praktisch der Faden hingesponnen werden soll. Ja, eine Weile dahin und dann, wenn das wieder voll ist, hänge ich dann weiter. Wenn man alles auf einen, dann rutscht das auch komisch rüber. Das ist nicht so schön. Jetzt? Nee, jetzt mache ich die Spule hier runter und eine Eigenbausache. Ich brauche was, wo ich die Spule drauf machen kann, dass ich es dreht. So. Und weil ich aber zu dem Spinnrad nur zwei Spulen habe, die andere ist kaputt, dann nehme ich das andere Spinnrad. So, und das dreht man jetzt andersrum. Und da werden die zwei Fäden zusammen. Warte mal. Oh, hier auf dem Boden ist das. Steht verkehrt. Ah. So. Und das macht es dann haltbarer, weil das, wenn der Faden doppelt ist. Man kann natürlich auch, wenn man dicke Wolle haben will, mit drei Spulen machen, aber ich mache halt immer mit zweien. Da ist das dann ganz schön dick. Ein bisschen lockerer. So, jetzt ist es richtig. Ich die Latte hergelegt, dass es nicht immer wegrutscht. Mhm.
da denkt mein Mann dann, wenn er unten sitzt, hier oben wird richtig, wird gekegelt oder was. Das pollt auch dann da oben ein bisschen. Ja, wie du das möchtest, kannst du das. Kannst du dir die Socken irgendwo hinlegen, wenn du lustig bist. Ja. Ich habe das Grau und Wollweiß und Braun. Können wir auch noch rausholen, wenn du das möchtest. Na, in deinem Koffer sind die doch bestimmt alle vertreten, oder? Die Farben. Ja. Ja, ja. Mhm. Aber viel auch das lange drin. Ja, aber viel ist nicht mehr drin. Aber viel ist trotzdem noch. Alles so ein bisschen einfach. Das ist doch schön, wenn man sich selber helfen kann. Das hab ich gerade probiert. Ja. Das hat mein Vater noch gemacht. Die sogenannte Haspe. Keine grauen Schafe, muss ich ehrlich gestehen. Ich kannte auch keine grauen Schafe, deswegen habe ich den, der die verkauft, gefragt, ob das. Ja, und das wasche ich dann nochmal, weil ich weißische Hände und so. Aha. Dann wickel ich es auf Knäuel und dann stricke ich es. Aber beim Stricken? Ja, ich wasche so auch schon mal. Ja, hier habe ich halt die weiße und graue Wolle drin. Rohwolle. Nee. Eben auch so. Ja, diese so vorbereitet ist schon, ja. Die auch so ist. Ja. Plus halt dieses Braun und Weiß. Jeweils ein Kilo. Ja, das ist ein Kilo. Sieht viel aus. Ja. Ich habe nicht mal gefragt, ob er was zu trinken möchte. Mach ich noch, das wird noch. Ach ja, den meinst du. Und wie alt sind die Spinnenräder? Also das ist das Älteste. Das ist noch von meiner Oma. Aber das sieht eben auch aus, als hätte es der Stellmacher gemacht. Und das haben wir kurz vor der Wende in Polen gekauft. Mhm. Aber das Problem ist halt immer die Spulen, denn meistens. Arbeitsstunden drin. Genau, so und so viele Stunden. Aber dann die und die Arbeitsschritte. Aber dann kauft sie keine. Erklär doch mal wie die einzelnen Schritte sind. Wie lange brauchst du, um die Wolle für ein paar Socken zu spinnen und wie lange brauchst du, um dann ein paar komplett fertig zu stricken? Also zum Spinnen brauche ich etwa 6 Stunden. Also Spinnen und Zwirnen und
6 Stunden. Und dann brauche ich etwa 6 Stunden zum Strecken. Ja. Also für eine 38. Für ein ganzes Paar. Für eine 38. Ja. Ich muss noch 12 Stunden Arbeit. 12 Stunden Arbeit, das ist ja. 1 Euro. Und da ist noch nicht mal das Rohmaterial dabei, ja, das muss ich auch noch kaufen. Ja. Ja. Also eigentlich ist so ein paar Socken wirklich unbezahlbar. Echt jetzt, ja. Ja. Und man darf ja auch nicht vergessen, die halten ja wirklich viele, viele, viele Jahre. Ich habe mein Paar gefunden. So viele Gerätteile. Das ist ja hier immer der Test, ne? Was ist der Test? Ob ein paar Socken passt, wenn du irgendwo hingehst und willst jetzt Socken kaufen für jemanden, wenn die Ferse und die Spitze über die Faust passen, dann passen die Socken. Mhm. Von dem jemanden aber? Von, ja, ja, muss deine, also die Faust von dem, der sie tragen soll. Ja. Die Socken. Und bei einer Größe 38, wie viele Maschen schlägst du an? 40, also so, 40, ja, ja, oder wie? Ja, eigentlich wäre schön, wenn es dir jemand festhält. Also wenn du deine Faust nur hingibst und jemand macht, dann Hacken, Spitze. Ich habe es jetzt mal so im. Die Farbe hier finde ich besonders schön. Ja. Welche Größe stickst du jetzt? So große? Das wird 38. Diese fallen echt. Boah, was ist das für eine Nummer? Das weiß ich nicht. Dreieinhalb wahrscheinlich. Sieht nach dreieinhalb aus, ja. Sieht nach dreieinhalb aus, ja. Die Strickexperten. Sehen das auf einmal. Sieht man irgendwann, ja. Ja, ich habe auch manchmal eine rechts, eine links gestrickt. Aber zwei rechts, zwei links, das zieht sich bei so zusammen irgendwie. Mhm. Und wie viele Stunden bin ich? Ja, 6 Stunden ungefähr. Für ein paar. Ja. Also wenn nur das Stricken. 6 Stunden. Das nur Strecken. Das Stricken. Und das ja. Spinnen. Und auch mal, auch noch mal so 6 Stunden. Ja. Und ja, Materialeinsatz ist halt 100 Gramm, 2,20 Euro. Mhm. Kam voriges Jahr noch 1,50 Euro. Hm. Wann und wo bietest du deine Erzeugnisse an? Ja, auf dem Wochenmarkt in Lauchhammer, aber meistens erst Ende Oktober bis Weihnachtsmarkt. Mhm. Also einschließlich Weihnachtsmarkt. Mhm. Immer wenn es schön kalt ist. Ach so, da gehen warme Socken besser, das stimmt. Ja, im Sommer brauche ich mich nicht hinstellen mit Schafwollsocken, da guckt die keiner. Mhm. Habe ich jedenfalls so gedacht. Mhm. Weil ich immer davon ausgehe, wie ich reagieren würde, ich würde mir im Sommer auch keine dicken Socken kaufen. Mhm. Ziehe ja im Sommer auch keine mehr an. Habe ich nicht erzählt. Ja, die Nadeln klappern wirklich nicht, wa? Nee, die Bambus sind super. Die sind auch besser für deine Hände. Mhm. Und man sieht, dass du das oft machst. Sehr geübte Hände. Naja, das ist jetzt der Anfang. Das ist ein bisschen der Anfang, eben, ist, der Anfang immer, ist ja das Schwierigste. Immer das, aber wenn dann einmal eine Runde rum... Die hatten gesagt, die Möbel sollen drinnen bleiben. Das wird mir wieder auf. Aber ja, Bäume müssen umgesägt werden, zersägt werden, heimtransportiert werden. Gespalten werden, das ist ja mein Job. Mein Mann hatte so eine Spaltmaschine gebaut vor Jahren. Mhm. Und dann möchte sie ein Jahr trocknen. Mhm. Deswegen sieht nur unser Garten aus wie, naja, wie sagt der Wirtschaftshof. Bis zur Mauer ist Ziergarten und dann. Mhm. Dann das Wirtschaftsgarten. Ja, also dass ich Wollsachen anders waschen muss als die anderen, das weiß ich eigentlich. Ja.
Und wenn ich es nicht weiß, dann muss ich mich mal schlau machen oder fragen. So ist es. Ne? Wenn es die ersten, waren ja offensichtlich die ersten Wollsocken, die sie hatte. Also bei 30 Grad und Feinwäsche traue ich mich aber meistens, muss ich ehrlich gestehen. Also wenn ich jetzt 10 Bossocken gestrickt habe, dann schmeiße ich die auch in der Waschmaschine. Naja. Aber 30 Grad müssten die doch aushalten, oder? Ja, ich mache es kalt. Kalt. Ja. Entweder Haarwäsche oder Wollwaschmittel. Haarwäsche geht auch. Denn gerade wenn man jetzt, sage ich den Leuten immer, wenn die das sehen, ach, soll ich extra so eine große Flasche Wollwaschmittel kaufen? Ich sage, sie können auch ihre normale Haarwäsche nehmen. Ja, das ist ja dieselbe Farbe. Ist ja dasselbe. Ja. Ich habe mich ein bisschen hier in die Farbe verliebt, aber da ist meine Größe nicht dabei. Unterschiedliche Braun, ist ja, und ich hiervon nur noch einen Rest hatte, den du versponnen hast. Ja. Gut. Dann haben 42. die mich jetzt gefunden und vielen Dank, das stimmt so. Guck mal, da siehst du den Unterschied. Ja. Dieses ist schon wieder ein bisschen mehr so bräunlich. Ja. Aha. Schön. Ja, wenn ich, viel, wenn ich viel braune gestrickt habe, da wollen sie alle weiße. Ach. Wenn ich viel weiße gestrickt habe, wollen sie graue. Das ist wie man es macht, macht man es vergleichbar. Ja, deswegen habe ich gesagt, hatte ich jetzt, als wir bei Hermann waren, von jeder Größe, von jeder Farbe ein Paar. Ja. Auch so durcheinander. Ja, genau. Na ja. Ja, da hier ist ein Faden weiß und ein Faden braun verzwirnt. Naja, wie es eben so kommt. Man muss ja auch Reste mit verarbeiten. Na ja, klar. Ja, da haben wir ja die Wolle in Eibenstock kordieren lassen. Aus dem Dorf noch mehrere haben dann ihre Wolle mitgegeben und die hatten so eine, also die war so breit, die Maschine, und da haben wir dann Steppdecken machen lassen, weil man ja nach der Wende mit der Schafwolle gar nicht mehr wusste, wohin. Vor der Wende konnte man sie verkaufen. Da waren einige Annahmestellen, die eben die Schafwolle roh gekauft haben. Aber nach der Wende hat die keiner mehr gekauft. Ja, da haben wir die dahin geschafft. Haben die früh hingeschafft, dann haben wir uns einen schönen Tag gemacht. Nachmittag haben wir die fertigen Steppdecken wieder abgeholt. Ja. Brauchte man bloß noch einen Bettbezug machen, ein bisschen drüber steppen. Das ist auch eine feine Sache. Ich habe eine Schafwolldecke. Das ist mein Mann. Aber das war ja eigentlich immer ein blauer, ein weißer und ein gelber. Wir sehen uns ja allerspätestens am 1. April. Ist ja nicht mehr lang. Genau. Alles klar. Jo, danke, ne? Schauen wir mal. Tschüss. Tschüssi. Das war nett. Tschüss, alles gut. Vielen Dank. Man sieht sich. Ja.